Hallo und ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal Termilicious. Heute gibt es nochmal etwas mit Bienenstich, nachdem meine Bienenstichtaler so gut bei euch angekommen sind. Und zwar werden wir heute ein Bienenstich-Dessert zubereiten. Ich hoffe, ihr seid sehr gespannt. Viel Spaß beim Video! Für das Bienenstichdessert müssen wir uns jetzt als erstes Kekse zerkleinern und dann nehmt ihr einfach helle Kekse, die euch am besten schmecken. Ich nehme den guten Leibniz Butterkeks, der schmeckt so super nach Butter. Wer mich schon länger verfolgt, weiß ja, dass ich diesen Geschmack sehr mag und deswegen habe ich mich für diese Kekse entschieden. Die gebe ich jetzt in den Mixtopf. Ich habe übrigens 120 Gramm jetzt hier genommen. Und die zerkleinere ich. 5 Sekunden auf der Stufe 7. Sie sind ganz fein geworden. Falls ihr größere Stücke haben wollt, falls ihr größere Krümel haben wollt, macht es noch kürzer. Ich hatte jetzt die Zeit schon verkürzt, aber das ist ja immer die Sache beim Thermomix. Die Krümel füllen wir jetzt um, wieder ins Schälchen zurück. Und ich stelle sie zur Seite bis nachher, bis ich sie brauche. Danach geht es mit der Vanillecreme gleich weiter. Wir müssen uns den Schmetterling einsetzen, den Rühraufsatz, und 400 Gramm Milch in den Mixtopf geben, sowie 50 Gramm Zucker und ein Päckchen Vanillepuddingpulver. Gerade so rechts und links am Schmetterling vorbei in den Mixtopf geben. Und jetzt kochen wir uns erstmal den Pudding. 10 Minuten bei 90 Grad auf Stufe 3. Der Pudding ist fertig. Den Schmetterling können wir entfernen. Und den Pudding umfüllen. Ich nehme hier so eine größere Schüssel. Der muss nämlich jetzt komplett abkühlen. So, den Pudding decke ich jetzt gleich mit Frischhaltefolie ab, damit er oben keine Haut bildet. Also richtig die Folie auf den Pudding legen, nicht auf die Schüssel hier oben drauf, sondern ich zeige es euch gleich. Hier unten richtig auf den Pudding drauf. So, den jetzt einfach zur Seite stellen, damit er richtig gut abkühlt. Und in der Zwischenzeit können wir den Mixtopf sauber spülen und hinterher richtig kalt abspülen, weil wir danach Sahne im Mixtopf steif schlagen und dazu sollte der Mixtopf richtig gut kalt sein. Und den Schmetterling müssen wir auch mit abspülen, den brauchen wir auch gleich wieder zum Sahne steif schlagen. Der Mixtopf ist wieder sauber. Und ich habe ihn, nachdem ich ihn ausgespült habe, kalt ausgespült, trotzdem nochmal für ungefähr 5 Minuten in den Kühlschrank gestellt. Bei mir passt der ganz gut unten ins Gemüsefach, weil der andere Teil bei mir meistens voll ist. Vielleicht geht es euch genauso. Also als kleiner Tipp, dann ist der Mixtopf richtig schön kalt. Gerade wenn man Sahne schlagen will, ist es meistens von Vorteil. Jetzt setze ich noch den Schmetterling wieder ein. Und gebe 400 Gramm Sahne, die auch richtig gut gekühlt ist, in den Mixtopf. Und schlage das Ganze jetzt ohne Zeitangabe auf Stufe 3 so lange steif, bis es meine gewünschte Festigkeit erreicht hat. Ich schaue immer durch den kleinen Deckel hier oben durch, aber ich höre auch. Als kleiner Tipp, wer es noch nicht weiß, ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, immer wenn das Geräusch von Flüssigkeit so langsam verschwindet, dann ist die Sahne steif. Ihr könnt aber auch ein Handrührgerät nehmen, falls ihr sagt, nee, das ist mir zu unsicher ohne Zeit, mache ich lieber mit dem Handrührgerät, dann macht es einfach so. So, ich mache jetzt, wie gesagt, keine Zeit. Ich stelle jetzt einfach Stufe 3 ein und schlage die Sahne steif.
So, die Sahne ist steif. Ich zeige sie euch gerade mal. So sieht das Ganze dann aus. Jetzt entferne ich den Schmetterling und schiebe die Sahne vom Rand runter mit meinem Spatel. Setze den Deckel wieder auf und nehme den kleinen Deckel ab. Habe mir hier schon den abgekühlten Pudding hergestellt, kann jetzt die Folie entfernen und gebe jetzt den Pudding esslöffelweise durch meine Deckelöffnung zu der Sahne dazu. Stelle dafür einfach auf Stufe 3 ohne Zeitangabe und gebe ihn, wie gesagt, esslöffelweise jetzt dazu. Nachdem ich den ganzen Pudding zur Sahne gegeben habe, wird das Ganze jetzt schön verrührt. Und zwar 30 Sekunden auf Stufe 4 und dazu setze ich mir wieder den kleinen Deckel ein. Wie gesagt, 30 Sekunden auf Stufe 4. So, das ist jetzt die fertige Vanillecreme. Die fülle ich gerade wieder in meine Schüssel vom Vanillepudding um. Stelle sie kühl und spüle nochmal den Mixtopf. Jetzt kommt das Beste, nämlich die Bienenstichkruste. Also für mich ist das auf jeden Fall das Beste. Dafür geben wir 50 Gramm Butter in den Mixtopf. Ich habe sie mir schon abgewogen und in Stücke eingeteilt gehabt. Sowie 40 Gramm Zucker. 40 Gramm Honig. Eine Prise Salz. So, das Ganze erhitze ich 2 Minuten bei 90 Grad auf Stufe 2. So, alles ist schön geschmolzen und hat sich gut vermischt. Jetzt gebe ich 100 Gramm Mandelblättchen dazu und vermische das Ganze 20 Sekunden mit Linkslauf auf Stufe 1. So, unsere Mandelkruste ist fertig. Hier hängen noch ein paar Mandelblättchen am Rand. Ich bin mir nicht sicher, ob die auch schön mit der Zucker-Honig-Buttermischung umschlossen und bedeckt waren. Deswegen gehe ich gerade noch mal ganz kurz mit meinem Spatel und verrühre das Ganze. Nun fülle ich die Masse um in ein Schälchen. Und hole mir 4 große Dessertgläser. Ihr könnt auch 8 kleine Dessertgläser nehmen. Mach mir hier kurz Platz und dann können wir schon mit dem Schichten des Bienenstichdesserts anfangen. Ich beginne das Dessert zu schichten und zwar werde ich mit den Kekskrümeln starten. Anschließend kommt eine Schicht Vanillecreme und danach die Mandeln. Dann wieder von den Kekskrümeln Creme und ganz oben drauf werde ich das Ganze mit der Bienenstichmasse abschließen. Und fertig ist das Bienenstichdessert.
Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Ich mache euch wieder ein schönes Foto und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachmachen. Lasst es euch gut schmecken und ich freue mich schon, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis bald, meine Lieben. Tschüss.